gut, die gelenkten Hände. Genau. Da wollen wir jetzt hin. Besser gesagt, ich will da hin. Und gucken, was die so noch auf der Pfanne haben für uns. Ja. Müssen wir mit den, weiß nicht, Karane oder irgend sowas? Keine Ahnung, genau. Auf jeden Fall müssen wir mit jemandem quatern. Ja. Mit irgendeinem Pippel müssen wir uns unterhalten. Und der wird uns sagen, wie wir weiter verfahren. Ist hier was? Nein. Weiter umgucken hier. Ja, erst rauf, dann runter, dann wieder runter, dann wieder rauf. Was denn jetzt nur? Ich bin falsch. Ich laufe ganz falsch. Ja. Hier runter. Yeah. Bin mal gespannt für den Flitzebogen, was da jetzt noch so anliegt. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns beweisen mit irgendwas. Da müssen wir schon hin. Da sind wir ja schon. Wo ist es? Da. Sternlager. Machen wir uns mal mit allen bekannt. Ne? Würde ich sagen. Ja? Nix, ja. Du interessierst mich herzlich wenig. Wer ist wo? Ah. Gut. Möge sich der Staub des Weges erheben, um euch zu berühren, Wanderin. Willkommen im Sternlager. Was hat das denn jetzt mit mir zu tun, mit dem Staub? Krilgarin, Münzbube. Ich bin Krilgarin. Ich bin mit dem Titel Münzbube nicht vertraut. Aber soweit ich es verstehe, räumt er mir die Verantwortung über dieses Lager und seine Reisenden ein. Ich kenne die Länder, die Schatten und die gewundenen Pfade, die die Reisenden benutzen. Ich folge keinem Gesetz und keinem Glauben an Besitz. Aus diesem Grund wurde mir die Führung übertragen. Aha, okay. Und Hierophant, was hat der überhaupt mit euch zu tun? Ihr seid noch jung in unseren Reihen. Ich möchte eure Ansichten über den Hierophanten nicht durch meine eigenen beeinflussen. Aha, also muss ich selbst rausfinden. Und Grim Onvik hat mich zu euch geschickt. Als andere Angst hatten, mit Feien auch nur zu reden, kam plötzlich Grim und stellte mich den Reisenden vor. Seit diesem Moment kann ich mir keinen standhafteren Verbündeten mehr vorstellen. Na, dann bist du ja zufrieden. Brauchst du mich doch gar nicht mehr. Und die Reisende? Wieso nennt ihr euch Reisende? Wir sind vieles, aber vor allem sind die Reisenden Diebe. Wir gehen unseren eigenen Weg. Also so wie ich. Aber da habe ich schon gesagt, Grim Onvik schickt mich. Dann hat Grim euch eingeschätzt und für würdig befunden. Aha. Es gibt jedoch noch einen anderen, den ihr zufriedenstellen müsst. Unseren Leitstern, den Hierophanten, dessen Identität niemandem bekannt ist. Geht zum Schrein des Hierophanten in unserem Lager und betet, so wie es alle Reisenden tun müssen. Wir haben viele Freiheiten und eine Kette. Ein Reisender lebt von seinen Händen und seiner List. Und ihr müsst dasselbe tun. Der Händler Hidon verkauft Gegenstände, die diese Fähigkeiten ergänzen, falls ihr Bedarf daran haben solltet. Ja, ich soll zum Hierophanten beten? Wieso? Ich denke, ihr gebt keinen Gott oder folgt niemanden. Reisende haben geschickte Hände. Sie sind jedoch nutzlos ohne den Hierophanten, dessen Augen uns leiten.
Eine Gabe, auf die wir uns inzwischen verlassen. Um die Visionen des Hierophanten zu empfangen, wurde uns aufgetragen, an seinen Schreinen zu beten. Und es gibt viele, die dem bereitwillig nachkommen. Das mag ja sein, aber wieso und das Sternenlager allgemein? Dieser Ort wurde schon von vielen beschritten und dieser Hain war einst geheiligter Boden. Wir erhalten ihn. Aha, ja gut, okay. Möget ihr den Wind stets im Rücken haben. Was hätten wir damit zu tun? Du bist vielleicht eine. So, du verklopfst hier alles. Mit der Straße als Marktplatz ist das Geschäft immer geöffnet. Seid ihr interessiert, etwas zu kaufen oder zu verkaufen? Ja, warum nicht? Aber was ist mit Krilgarin, Münzbube? Findest du die gut? Krilgarin ist eine gute Anführerin des Sternlagers. Die meisten hier sind neu bei den Reisenden und sie führt sie aus der Gefahr. Aha, die Reisende. Warum hast du dich angeschlossen? Die Reisenden sind keine Wegelagerer, egal was ihr auch gehört haben mögt. Wir sind eine Familie, ein Volk. Wir halten zusammen. Ja gut. Und das Sternenlager? Alles Taco hier und Verpflegung gut? Es ist ein ruhiges Lager. Falls ihr Lust auf ein Spielchen habt, Rose Bardon würfelt gerne. Okay. Und Form Herberge? Hört sich an wie so ein Übernachtungsding. Die Herberge ist irgendwie ein merkwürdiger Ort. Sie liegt tief im Siede und wird von einem Bruderpaar betrieben. Nach allem, was man so hört, wollen sie einfach nur jenen helfen, die den Siede durchqueren. Äußerst merkwürdig. Wieso merkwürdig? Ach, gucken wir mal. Verkaufen. Meine Güte, nee, guck dir das, was ich hier habe. Das. Das ist dasselbe, das bei Nacht. Und das ist da. Volltreffer. Ich warte, bis ich die zerlegen kann. Hallo? Geht wieder. Aha. Komm. Fort. Fort. Nein, ihr nicht. Auf keinen Fall. Auch ihr nicht. Sonst. Ah, jetzt habe ich einen Stab verkauft. Gucken wir mal, was wir noch gekriegt haben. Kann ich da noch was? Ja. So, das eine Büchlein. Das können wir auch wieder verticken, zu Knete machen. Ja. Ja, das ist blöd. Habe ich schon. Achso, nein, halt. Gucken, was der hier so hat. Flüssige Verführung, Bandverstärkung, Diebes, einfache Schadensabwehr, Erfahrungsverstärkung. Was ist ein Diebes? Schlosserkunde. Schieden ist Dietrich. Nein. Dietrich, genau, den will ich haben. Nee. Wenn es Geld zu verdienen gibt, bin ich euer Mann. Ja, wahrscheinlich. So, da ist der Hierophant. Mal gucken, was er mir sagt. Was betet hier vor mir? Ein Strudel im Fluss des Schicksals. Ein Missklang im Lied von Amalur. Eure Gegenwart ist verunsichernd. Aber ihr seid gekommen, habt gebetet und unseren Glauben geehrt. Wenn ihr wünscht, eine Reisende zu werden, so bittet mich um meine Vorzeichen. Was für Vorzeichen? Niemand kennt eure Identität? Das ist aber komisch. Um echtes Vertrauen und Gefolgschaft zu erhalten, darf der Hierophant keine Schwäche, keinen Fehler und keinen Makel haben. Mit anderen Worten, der Hierophant darf niemand sein. Ihr seid nur feige, euch zu zeigen und zu versagen. Sagt mir, ich... Ja. Der Preis für eure Aufnahme ist hoch. 3 Schätze werden erforderlich sein, um diese Last auszugleichen. Zunächst ist da ein Adliger, Ealfik Grilrikas, der sich in Didenhiel aufhält. Stehlt sein Medaillon. Anschließend werdet ihr in der nahegelegenen Mission das Leichentuch des Toten Sankt Eadrik in euren Besitz bringen. Aha. Der letzte Schatz sind Rauks Zahnstocher. Wir haben uns bereits mit dem Wunsch, sie zu kaufen, an ihren Besitzer, Gunnar Frode, gewandt. Ihr werdet sie jedoch stattdessen stehlen. Aha, erzählt mir von dem Medaillon. Es ist ein ziemlich wertvolles Schmuckstück einer alten Adelsfamilie. Relativ unscheinbar und für uns doch einiges Geld wert. Also, und die Zahnstocher? Ich habe hier ein paar, kannst du haben, für ein paar Pfennig 50. Die Dolche wurden von Drauk, dem legendären Kriegsherrn der Jotun, verwendet.
Sie waren jedoch nicht seine Waffen, auch wenn der Name darauf hindeutet. Mhm. Und das Leichentuch? Wieso braucht ihr ein Leichentuch? Es ist das Leichentuch von St. Eadric. Es gibt zahlreiche Reliktsammler, die sich nach derartigen Artefakten verzehren und bereit sind, gut für sie zu bezahlen. Aha, na gut. Ja. Bis später. Ja. Noch einige letzte Warnungen. Ealfik Grilrikas ist ein anspruchsvoller Mann. Er wird keine Annäherung dulden, wenn er sie sehen kann. Das Leichentuch von Eadric liegt in seiner Gruft, die von zahlreichen Augen beobachtet wird. Wartet, bis niemand in der Nähe ist, bevor ihr es an euch nehmt. Und Gunnar Frode schließlich ist verschlagen. Er wird die Dolche weder bei sich noch in seiner Nähe haben. Also, seid gewarnt. Ja, gut. Vormerberge, gucken wir mal, wo die genau ist. Ach, da. Gegenstände stehlen, ja, richtig. Diese drei hier. Ich weiß es wieder. Ja, die kann ich aber jetzt noch nicht machen, weil ich habe noch kein Unsichtbar-Gedöne. Ja, die werden wir später machen. Und jetzt werden wir... Halt, komm. Hier. Genau dies. Alte Feinde, neue Freunde. Ganz genau. Halt, Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Nee? Sehen wegen Ausbildung und so. Ja, du bist halt... Wenn ihr auf der Suche nach Antworten oder Gerüchten seid, war es klug, zu Elian Dark zu kommen. Ich bewahre Geflüster und Geheimnisse, falls sie einmal gebraucht werden sollten. Nun denn, Schwester aus den Reihen der Reisenden. Nichts schmeichelt der Zunge mehr als ein wenig Getratsche, nicht wahr? Mhm, Ausbildung. Was ist das? Ausbildung, Grundlagen, Talent um eins, Handeln. Ach. Bleibt in den Schatten. Ja, mach ich. Ja, hab ich. Gut. Ei? Halt. Nix Ei. Eier will ich nicht. Wer seid ihr denn dahinter? Komm mal her hier. Es gibt hier zahlreiche Händler, bei denen ihr eure Münzen loswerden könnt. Bleibt lieber in Bewegung. Bleibt lieber in Bewegung. Mhm, Argina hat nicht besonders viel Geduld. Na gut, dann nicht. Bleibt doch fett. So, ich muss nach oben. Ja, ich muss da oben. Was auf. Möchtet ihr? Wer seid ihr denn? Wenn ihr etwas diskret verkaufen möchtet, ist Benar der richtige Mann für euch. Jetzt wieder ausgespuckt. Gut. Und ich habe gehört, ihr? Rose Badon veranstaltet mal wieder ein Würfelspiel. Das ist die perfekte Gelegenheit. Nee, habe ich kein Interesse dran. Ja, die Quest habe ich auch erst später gemacht, wo ich dieses, kann man sich unsichtbar machen, dieses Zeug reinjagen kann. Hm? Gut, ab dafür, wir müssen nach links und dann ging's. Hier, halt. Nee, da waren wir schon drin. Ja, das weiß ich. Und jetzt gleich rechts weg. Hoi, was ist da oben? Ach so, und das ist das, ja. Nein, nein, mein Freund. So. Sehr gut. Oh. So. Yippie-ya-yo. Ich sag's jetzt nicht wieder. Nö. Halt. Da ist vom Herberg. Ah. Nö, weiter. Ja.
Schlüsselring mir zu bieten. Schadenblitz. Nehmen wir das raus. Oder, nee, Moment. Nee, dann lasse ich so. Genau. Jetzt weiß ich, was ich will. Ja. 79. Das ist auch nur Blitz. Okay. Dann nützt mir der Ring jetzt nichts. Nee, jetzt nicht. Mir der jetzt nichts, aber ist auch nicht schlimm. Nee, nicht wirklich. Oh, ich hab da aber gerade was im Wasser gesehen. Die Gestaltgeberin die Ebenen mit Hügel und Weizen überzog und der Baumeister die Wüsten mit sorgfältiger, ruhiger Hand formte, stand der Dritte der Majestätischen in der irdenen Wiege und betrachtete den Glanz ihres Werks. Er war der Architekt und er trug einen Traum in sich, die Form des Wachstums, eine von der Natur geschaffene Form, einen Ort des wilden Überflusses in vollkommener Harmonie. Ah, vollkommener Harmonie, ist das nicht exzellent? Wo ist hier noch was? Halt. Nee. Dachte, da drüben wäre noch was, aber ist nicht. Sehr Nyralim, halt. Ist das nichts? Nichts und nichts, was ich aktivieren kann. Sehr Nyralim. Na, gucken wir mal. Das ist irgendwie so leise. Da meine ich dann. Aber nicht wie die anderen. Nö? Na gut, dann nicht. Das Licht der Wahrheit wollt sie bringen, ein Dorf erretten aus der Not, im Ziel ein Heilmittel zu finden, mit allen dort vereint, die Maid von Windemeer ihr Feind. Sie stellte sich der bösen Maid, hebte ihre Stimme, hebt euren bösen Zauber auf, sonst nimmt der Kampf nun seinen Lauf. Aha. Na gut, ja, der Kampf hat sich schon erledigt mit der Maid von Windermeer. Ja. Sache wahrscheinlich war ich da zu früh. Ja. Und der Baum hat geradezu der Baum des Lebens. Ja, das kennen wir auch, ne? Von irgendwoher. Oh ja. Wow. Wow. So, Nyralim. Die Sonderbare sucht einen Weg zu den Feien, hat jedoch stattdessen zu den Ästen des Weltenbaumes gefunden. Ruht euch aus, Schnelllebige, damit ich euch betrachten kann. Wer seid ihr genau? Erzähl mal, das ist ganz komisch. Seht euch um. Alles, was ihr sehen könnt, bin ich. Meine Wurzeln erstrecken sich über ganz Dalentart. Und meine Blätter lauschen den Winden, die von überall zu uns wehen. Von der Eisbruchküste bis nach Alabastra. Meine Familie und ich umschließen diese Welt. Wir
Wir waren noch Schößlinge, als eure Art aus dem Dunkel trat. Und wir werden mit euch wachsen, bis diese Welt erneut brennt. Ach so. Ich muss den Hochkönig sprechen. Ja, genau, ihr wollt mich betrachten? Warum? Ja. Deine Wurzeln erstrecken sich tief und weit. Und ich habe gehört, was euch hierher führt. Ich kann jedoch nicht sehen, welchen Weg ihr von nun an einschlagen werdet. Die Zeit der Feien läuft ab. Ich muss sie in ihrer Dämmerung behüten und sie vor der Verdorbenheit des Prismeer beschützen, die ihre Art befällt. Aha. Ich habe einen Kodex für den König, genau. Ich kenne eure Wünsche, aber die Jäger kreisen Üse ein und ich kann niemandem gestatten, es zu betreten. Oh. Üsers Ende, begraben unter Prismeerklingen, steht schon seit jeher fest. Ich kann die Flut nur zurückhalten, ihr hingegen. Ihr könntet die Gezeiten möglicherweise ändern. Ja? Wo auch immer ihr hingeht, kennzeichnet ihr alles durch eure Berührung. Bevor ich euch helfe, muss ich eines wissen. Werdet ihr eine behutsame Gärtnerin sein? Oder eine achtlose Schnitterin? Was braucht ihr? Wie alle Schnelllebigen seid ihr begierig darauf zu handeln. Ich jedoch möchte sehen, wie ihr vorgeht. Ein Stamm von Trollen wurde durch den Prismeer verdorben. Ihre Matriarchin, Gnarsch, hat die Clans vereint und damit den ersten Schritt auf dem Weg zu Dalentars Untergang gemacht. Ihr könnt dieses Schicksal verändern, doch mit welchem Ergebnis? Ihr könntet dadurch eine noch größere Gefahr heraufbeschwören, wie eure Verbündete, Alun Shir. Aha. Sie beschreitet einen dunklen, verworrenen Pfad. Einen, auf dem ihr sie vor eurem Tod begleitet habt. Okay. Doch euer Weg ist allein der eure. Vernichtet Gnarsch. Beseitigt die Verdorbenheit des Prismeer. Dann werde ich erkennen, wer ihr seid. Wenn auch nicht, zu wem ihr letztlich werdet. Na ja, gut. Mach ich. Aber was ist mit Alun Shir? Warum seid ihr so garstig mit ihr? Alun Shir ist ein Mysterium und ein offenes Buch. Sie ist auf eine Art entschlossen, wie es nur wenige Schnelllebige sind. Ihre Hingabe ist echt, aber ich kenne ihre Beweggründe nicht. Gemeinsam habt ihr unter meinen Ästen dunkle Pfade beschritten. Vor eurem Tod kanntet ihr einander, oder ihr dachtet, ihr würdet euch kennen. Mhm. Na gut, aber was mit der Feier? Wie die Sonne am Himmel kannten sie mich schon, als ich noch ein Schößling war. Und sie werden mich noch immer kennen, wenn ich verdorre. Sie werden jedoch nie wissen, was Wandel ist oder wie sie sich aus ihren eigenen Mustern befreien können. Nur ein Feier hat sich jemals wirklich geändert und er führt nun eine Armee an, um eure Art zu vernichten. Ah, Gutflo. Mhm. Nehmen wir mal an. Und Gnarsch, wieso, warum, was ist mit ihr? Die Trollmatriarchin. Der Prismeer hat sie verdorben und sie grausam gerissen und weitaus ehrgeiziger gemacht, als es ihrer Art entspricht. Sie trägt die Zeichen der Tuatha und teilt ihre mörderischen Absichten. Also, und Myralim, erzähl mal von dir. Du scheinst hier alles zu wissen, aber nichts preiszugeben.
Ich bin so, wie es die Weltenbäume schon seit Anbeginn der Zeit waren. Ich beobachte, ich begreife und ich erinnere mich. Ja, du hast ja genug Zeit dafür. Und die Prismäre, was ist damit? Was ist so besonders an denen? Für Wesen des Fleisches wie euch ist der Prismär ein mächtiges Werkzeug, um sich die Magie zunutze zu machen. Für Wesen der reinen Magie, wie die Tuata oder Trolle, ist der Prismär jedoch noch weitaus mehr. Für sie ist der Rauschmittel Segen und Verzückung in einem. Er treibt sie an und verzehrt sie. Und die Willensschwachen werden von ihm vollständig verdorben. Aha. Und mein Schicksal oder das an des der anderen? Wieso meinst du, dass ich das nicht ändern kann? Oder dass das geändert werden kann? Die Schicksale der Schnelllebigen sind äußerst simpel. Wachsen, essen, vermehren, sterben. Und sie folgen stets einem absolut vorhersehbaren Weg. Ihr jedoch seid einzigartig unter euresgleichen. Ihr wählt selbst, welche Richtung ihr einschlagt. Aber heißt das auch, dass ihr euch anders entscheidet? Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich bin noch nicht so weit. Aber wieso Schnelllebige? Alle sind schnelllebig. Nur halt, der eine nach 1000 Jahren und wir nach maximal 100 oder 200. Ich kann die Schnelllebigen wie euresgleichen, die durch die Welt hetzen, nicht länger ignorieren. Sie sind stets beunruhigt, stets eifrig. Stets entwickeln sie sich weiter, ohne sich dabei je zu verändern. Narren, die meine Wurzeln abhacken und sie verbrennen. Und manchmal auch Weise, die an meinen Ästen hängen und lernen. Aber du hast mir immer noch nicht erklärt, was schnelllebig ist. Schnelllebig kann je nachdem sein. Na gut. Und Ysa, was ist so besonders, dass du mich nicht sofort dahin lässt? Sie ist die letzte große Feienstadt. Sie ist sowohl die Geburt ihres Traumes, als auch der Thron ihres gewaltigen Reiches und das Sterbebett ihrer Art. Als Dank an Hochkönig Titarion wachen meine Äste in ihrer Dämmerung über ihre Stadt. Allein mit meiner Einwilligung dürfen Besucher sie in ihrer Schwäche sehen. Aber ich will denen ja nichts Böses. Na gut, das weißt du nicht. Ne? Wo ist Gnarch? Ihr findet die Trollmatriarchin und ihre Brut in Haxi. Ihre Verdorbenheit verbrennt meine Wurzeln und bedroht unsere Zukunft. Mhm. Ja gut, dann werde ich da mal hingehen. Geht eures Weges. Ja. Und achtet auf eure Verbündete. Mach ich. Ja, dann... ich gebe es mal auf, ich habe die jetzt schon alle niedergemetert, aber die kommen jetzt garantiert wieder. Ja, hundertprozentig. Ja. Na ja gut, dann kann ich nichts daran ändern. Nee, das ist nun mal halt dann Pech. Aber die EP haben wir schon eingefahren. Und dann kriegen wir jetzt nochmal EP dafür. Hoffe ich doch. Ja, guck mal hier, Vivi. Die machen sich die Bodonierung, machen Förmchen, Sandburgen bauen, was weiß ich, Pflanzen. Ja, ist doch alles toll. Finde ich schon. Jo. Weit ab vom Schuss, ne? Wenn du hier ohne Auto bist, hier aufgeschmissen. Ja, so, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und ja, es ist mal wieder soweit. Also, in der nächsten Folge seht ihr natürlich, wie ich die alle auseinanderfetze. Also, bis dann.